Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei eurem Julfa und herzlich willkommen zu Forest Ranger Services, beziehungsweise willkommen zu 3 Random Horror Games. Wir sind ein Waldhüter, ein Forest Ranger, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall wieder 3 mega Horror Games, die ich heute rausgesucht habe. Wurde Zeit, dass wir mal wieder eine neue Episode 3 Random Horror Games machen. Wir fackeln auch gar nicht lang rum. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist es euer persönliches Pech. Könnt auch gerne den Channel abonnieren und wir starten ein neues Game. Forest Ranger Services basiert auf Real-Life-Events und persönlichen Berichten von Wanderern. Okay. Es gibt tausende vermisste Personen, die jedes Jahr in irgendwelchen Nationalparks in den USA verschwinden. Und das hier basiert auf wahren Geschichten, die passiert sind. Wir sind ein Reporter. Wir wollen uns mehr um unsere Karriere kümmern. Also bewerben wir uns als Forest Ranger und sind jetzt hier irgendwo im Wald. Okay, ich wusste nicht, dass das auf wahren Begebenheiten passiert. Ich dachte so hier ein bisschen Chili-Milli, ein bisschen Horror-Game, ein bisschen Forest Ranger, dies, das. Dass wir jetzt hier irgendwas spielen, was auf wahren Geschichten basiert, das stand nicht auf meinem Lotto-Bingo drauf. Wir folgen einfach mal diesem Waldpfad, okay? Oh, war da gerade Licht? Ja, da hinten leuchtet irgendwas. Müssen wir da hin? Wahrscheinlich, oder? Also, wir werden doch irgendein Ziel haben, oder? Wir sind ja nicht random. Ah, nee, das ist einfach nur Nebel hier. Aber wir haben doch irgendein Ziel hier im Wald, oder? Wir sind doch nicht einfach... Ist aber ein Wildschwein, oder? Kann ich sprinten? Ich kann sprinten. Gut, gut. Gut, gut zu wissen. Falls ich sprinten muss, kann ich sprinten. Was ist das für ein Baum? Vielleicht ist doch kein Wildschwein. Alter. Kommt das näher? Digga. Was ist das denn? Oh, hier ist eine große, breite Fläche. Hallo? Static. Rauschen. Bin ich? Hatte ich einen Albtraum? Wir fahren mit unserem Auto. Und wir haben irgendeinen Radiosender eingeschaltet, der über vermisste Personen berichtet. Muss ich der Straße überhaupt folgen? Ich bleib erstmal stehen. Über 1000 Leute gehen verloren jedes Jahr. Da, ein Vermisstenposter. Ich fahr weiter. Menschen, die einfach vermisst werden, wieder auftauchen und sich an nichts erinnern. Eine Tankstelle? Können wir da anhalten? Und habt ihr das gerade gehört? Einer von den Menschen, der vermisst wurde, hat berichtet, dass er von irgendwas beobachtet wurde. Ich halte jetzt hier einfach an. Quick and go. Wir machen eine kleine Pause hier. Oh. Wir halten an. Quick and go. An der Tankstelle. Kurzen Rüssel in den Tank halten und erstmal kann ich nicht einfach das andere Auto mitnehmen. Okay, warte, wir gehen mal rein in die Tankstelle. Open. Hey. Hi, Leute. Gibt's hier was zu essen? Einen heißen Kaffee würde ich nehmen, Bro. Evening. What can I get you? Ich nehme nur ein paar Vorräte mit. Ich bin ein neuer Ranger hier im Bereich. Was? Ein weiterer Ranger? There's a new guy here just about every other month. Fast jeden zweiten Monat kommt ein neuer Ranger. Some people just don't last out in the woods. It can get a bit creepy. Jo, es wird ein bisschen creepy im Wald. Deswegen kommen als neue Leute, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es daran. Sind wir jetzt schon fertig hier? Haben wir bezahlt und alles? Okay, mit dem Typen können wir nicht reden. Kann ich mir so einen Kaffee reinzwirbeln? Der ist, glaube ich, schon leer, der Kaffee. Okay, dann fahren wir weiter, oder?
Ist auch gar nicht creepy hier mit dem Nebel und so, ne? Ganz entspannter Samstagabend. Rein ins Auto. Wir fahren weiter. Oh, geht die Radiosendung weiter? Recent reports from the search and rescue teams highlight a puzzling trend. A significant number of those who are located after going missing in the wild often exhibit strange mental conditions. Okay, wenn Leute wiedergefunden wurden, sind sie danach immer nicht mehr richtig im Kopf. And in some cases, bizarre behavior that leads rescuers. Merkwürdiges und bizarres Verhalten von den Leuten, die wiedergefunden wurden. Und sogar Ranger werden. Was? Hier waren wir doch gerade erst. Hä? Ich war doch gerade erst hier gewesen. Das ist schon wieder Quick and Go. Ich war doch gerade erst hier. Aber drinnen ist das Licht jetzt anders. Seht ihr das? Bro? New Ranger, huh? They come and go like the wind. Whispering pines play tricks. You'll find. Neuer Ranger. Sie kommen und gehen wie der Wind. Lost a hiker recently. Ja. Vanished in the woods. Swallowed whole. Happens more than you'd ever be told. Wir haben ihm gerade gesagt, dass wir uns verfahren haben. Und er sagt, ein Wanderer ist verloren gegangen. In den Wäldern einfach verschwunden. Er wurde am Stück geschluckt. Das passiert öfter, als es erzählt wird. Here a while, seen the faces change. Rangers like you, their stories rearrange. Something in these woods. Something strange. Er sagt, irgendwas ist im Wald, irgendwas luck, Komisches. The forest's a maze. It knows who stays and who decays. Der Wald ist ein Labyrinth. Er weiß, wer bleibt und wer verrottet quasi. Oh, ach, das ist der Typ. Hi. Ah, jetzt können wir mit ihm reden. Sieht so aus, als würde etwas fehlen, wonach du suchst. Nee, eigentlich, hier ist ein Koffer. Was ist das? Ein Koffer mit Dokumenten über vermisste Leute. Ich gehe mal lieber wieder in mein Auto. Ich gehe lieber wieder in mein Auto. Die Radiosendung geht auch weiter. The voices in my head are getting louder. And tonight, they're whispering. Huh? Ah! What the hell? What the fuck is going on? Ein Wanderer hat seine eigenen Finger gegessen. Da war eine Nachricht gerade im Radio. Du wirst diesen Wald niemals verlassen. Hat gerade jemand im Radio gesagt. Und wir sind schon wieder bei Quick and Go. Und jetzt steht er da einfach nur noch mittendrin. Seht ihr das? Er steht da einfach. Oh, ich bin gegen den Pfosten gefahren. Sorry. Bitte tötet mich nicht. Alter, jetzt leuchtet es auch noch rot, das Licht. Wie wir auch halt in diesem Nebel aussteigen, ne? Mega creepy. Quick and Go. Hallo, Sir. Wir reden mit in ihm. Shadows deep, where trees entwine, a mystery unfolds, a tale malign, through tangled woods, where whispers soar, lost are hikers, seen no more. Okay. Also, ein kleines Gedicht und Wanderer, die verschwunden gehen. Answer the call on the forest breeze. Each ring, a step closer, unravel the twine, find the hikers lost. Where the shadows align. Well, are you gonna pick it? Das Telefon klingelt. Ist das das Telefon? Nee. Oh, da ist das Telefon. Wir gehen ran. Hallo? Wer ist da? Wach auf. What?
What? Ich bin in meinem... anyone there? Hä? Hallo? Alter, war das alles nur ein Traum? Ja, ich bin hier, ich bin hier. How was your first night? Meine erste Nacht? Ja, war cool, ich hatte einen Albtraum. Okay, sie hat uns irgendeine creepy Story erzählt. War die Story ausgedacht? Ja, war definitiv komisch. Forest Ranger Services, the pilot. Ich war mit meinem Hund im Wald unterwegs. Ich habe einen Pfad erkundet, den ich nicht kannte. Buddy ist selbst rumgelaufen. Ich habe ihn verloren. Manchmal kommt er nach einer halben Stunde oder so zurück. Aber auf einmal hatte ich diesen Drang, etwas am Boden anzusehen. Und als ich mich hingebückt habe, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, habe ich einen Mann in einem roten Pullover vor mir stehen sehen. Als ich in sein Gesicht geschaut habe, um Hallo zu sagen, ist er verschwunden. Ich habe mich erschreckt und habe mich auf den Weg nach Hause gemacht, auf demselben Pfad, auf dem ich gekommen bin. Ich habe mich nach meinem Hund Buddy umgesehen und vor mir war ein abgetrenntes Bein von einem Reh und es lag genau auf dem Pfad. Seitdem war ich nie wieder auf diesem Pfad. Verständlich, da wäre ich auch nicht mehr hingegangen. Oh, und was war Part 1 oder was? Also scheinbar ist das ja hier sowas wie Fears to Fathom. Horror-Stories, die auf wahren Geschichten basieren und das hier war jetzt sowas wie Part 1. Wir behalten das Game mal auf dem Schirm. Das könnte interessant werden. Auf zu Spiel Nummer 2. Als nächstes befinden wir uns in dem Spiel Go to Bed. Geh ins Bett. Das sollte ich auch mal öfter pünktlich machen. Situation 1. Subjekt A. Geh ins Bett. Geh. Okay. Bin im Bett. Licht ist aus. Hast du die Fronttür abgeschlossen? Nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Irgendwer kommt rein. Oh shit. Wow. Situation 1. Subjekt A. Geh ins Bett. Alter, muss man hier auf so einen ganzen Käse achten oder was? Dass alles abgeschlossen ist und so niemand reinkommen kann? Was ist denn die Vorder... Warte, das Fenster ist offen, oder? Fenster schließen. Tür auch abschließen. Kann ich ein Messer nehmen? Nee, ich kann die Messer verstecken. Was muss ich hier noch? Ist das eine Alarmanlage? Ja, Alarm ist aktiviert. Warte, nein, was habe ich gerade gemacht? Ich kann nichts mehr machen, wird schon aktiviert sein. Kann ich das Fenster auch... Okay, es ist zu. Dann bin ich doch jetzt in Sicherheit, oder? Geh ins Bett. Klick. Jetzt sind wir aber in Sicherheit, oder? Die Vordertür ist abgeschlossen. Niemand kommt rein. Was kommt als nächste Frage? Fenster geschlossen? Hab ich. Da kommt er auch nicht rein. Hast du das Sicherheitssystem aktiviert? Hab ich. Der Alarm läuft. Hast du die Messer versteckt? Habe ich auch gemacht. Bin ich jetzt in Sicherheit, oder? Ich glaube schon, sie haben ihn, oder? Yes, sie haben ihn eingebuchtet, den Halunken. Okay, Situation 2. Subjekt B. Geh ins Bett. Wieder das Gleiche. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder penibel, auf die Sicherheit achten. Schauen wir mal. Hi Leute, ich bin's, Tim. So, was haben wir denn? Was ist das denn hier? Wieso haben wir hier eine Kellerluke? Warte, wir machen einmal das Fenster zu. Wir verschließen die Fronttür und machen die Alarmanlage an, alright? Wir haben Fernseher auf Kartons stehen. Cool. Warte, hier, Messer verstecken. Okay. Aber ich habe das Gefühl, ich muss noch irgendwas mit dieser Falltür hier machen, oder? Kann ich irgendwie die Couch da draufstellen oder so? Glaub nicht. Dann, wir können nichts machen. Sonst, glaube ich. Oder? Mit den Kartons hier vielleicht? Mit der Heizung? Nö. Mit dem Tisch? Auch nicht. Wir gehen ins Bett. Wird schon schief gehen. Muss ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee. Dann gehen wir mal ins Bett. Wird stimmen, oder?
Wird schon alles richtig sein. Ist das Haus sicher? Klar. Bist du sicher? Aha. Gut. Okay, es war alles sicher. Sehr gut. Situation. Hä? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Bruder, hier ist eine blutige Matratze mit einem Eimer in der Ecke. Wo zur Hölle bin ich? Ah! Ich muss gehen, jetzt. Alter, ich bin in einem Schlachthaus oder so. Locked. Da ist verschlossen, ich gehe hier lang. Oh, Alter, ich habe mich gerade erschreckt. Alter, wieso bin ich in einem Schlachthaus? Ich bin in einem Schlachthaus aufgewacht. Ah! Der ist tot, warum habe ich so geschrien? Junge, was war das für ein Schrei? Das war so ein richtiger NPC-Schrei. Ah! Egal, der Typ ist tot, der Typ ist tot. Ja, guck mal, hier ist der Schlüssel, den nehmen wir mit. Die Leiche ist weg. In meinem Horrorgame 1x1 ist das ein schlechtes Zeichen. Okay, ich gehe schnell zurück zu dieser Tür, die ich gesehen habe. Die war hier drüben. Lass mich raus. Ich muss einen Weg rausfinden. Oh, 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 ich war in dieser Kellerluke. Kann ich? Oh. Warte, habe ich mich selbst eingeschlossen jetzt letzte Nacht, oder was? Okay, okay. Vielleicht kann ich das Kabel mit irgendwas durchschneiden, sagt er. Aber ich habe die Messer versteckt, ne? Ja. Die Messer sind weg, die Messer sind weg. Die Messer sind weg. Die Fronttür ist auch abgeschlossen und ich brauche einen Code, um es zu öffnen. Es gibt keinen Weg raus. Vielleicht zurück nach unten. Alter, ich habe mich in Nacht 2 selbst hier eingeschlossen. Hätte ich ein Fenster offen gelassen, könnte ich jetzt entkommen. Aber kann ich nicht. Und durch die Tür kann ich auch nicht rein. Ich soll jetzt... Wieso bist du nicht im Bett? Oh! Alter, das ist ein nices Game. Das ist ein nices Game. Aber warte, jetzt will ich rausfinden, was passiert, wenn wir in der einen Nacht ein Fenster offen lassen und wir durchs Fenster abhauen. Das checke ich jetzt aber mal. So, jetzt sind wir wieder hier in dieser Situation. Ich verschließe einfach, warte mal. Ich lasse einfach alles offen. Ich lasse alles offen. Ich lasse alles gnadenlos offen. Alles. Und jetzt schauen wir mal. Ist das Haus sicher, werde ich jetzt gefragt. Ja, bist du dir sicher? 100%. Und jetzt nächste Situation. So, und jetzt sollten wir einfach abhauen können, oder? So, jetzt sind wir wieder hier unten. Jetzt holen wir den Schlüssel, klettern die Leiter hoch und verdünnisieren uns. Let's go. So. Schlachthaus. Wir biegen rechts ab. So, hier ist das. Wir biegen links ab. Hier lang. An Leichenheinrich vorbei. Der alte Otto. Wir nehmen den Schlüssel. Leichenheinrich ist weg. Dann gehen wir hier rechts rum. Dann gehen wir hier rechts rum. Machen die Tür auf. Wir folgen diesem lustigen Gang und klettern raus und sind jetzt hier oben. Ich muss einen Weg nach draußen finden. Easy, ist nicht schlimm. Ich habe alles offen gelassen. Hier raus. Es ist offen, ich kann raus. Hab's geschafft, Freunde. Das passiert, wenn man abhaut. Dann ist man nicht tot. Auf zum nächsten Game, let's go. Und im nächsten Game sind wir scheinbar direkt drin. Wir spielen No Players Online. Kennt ihr ja bestimmt. Ihr seid seit Jahren mal wieder in einem eurer Online-Games unterwegs und alle eure Freunde sind weg. Keiner ist mehr online von den Menschen, die ihr kanntet. Und genau darum geht es in diesem Game, glaube ich. Nur, dass gar niemand mehr online ist. Was? Ich habe die Flagge berührt. Jetzt sind wir im Game. Was steht da? Ah. Ein Spiel von... Von wem? A game von Adam Pipe. Cool, Adam, danke dir. Da oben leuchtet es rot. Wir gehen da mal hin. Thibaut Vandenbroek. Okay, alright. Ja,
Ist hier Niederländer oder was? Mit Sound von Viktor Kraus. Okay, ich kann nicht mehr wegschauen. Er läuft einfach hier rein. Boah! Bruder! Das war verdammt hell. Was jetzt? Irgendwas fährt hoch. Mans Sierra Systems. MC93. Home Edition. Memory Test. Da wird erstmal die Memory getestet, Alter. Old school as fuck. So, wir fahren den Alma hoch hier. Scheinbar fährt gerade erst unser Computer hoch. Aber ich will dazu sagen, das hier ist nur die Demo. John Mullard. Login. Passwort. Ich weiß das Passwort doch nicht, Digga. Muss ich mich als Gast einloggen? Wahrscheinlich schon, oder? Hi. Hi. Okay. Warum ist die Musik so komisch? File Explorer. Kann ich das öffnen? Ja. Dokumente. Mindfriend Data. Mainz gleich 20. Okay. Chat. Wir öffnen mal den Chat. Ich will schauen, ob ich irgendwo... Online, not online. Was ist das hier? World Eye Channel. Digga, muss der sich erstmal mit dem Modem jetzt einwählen, oder was? What the hell? Ich meine, wir haben 1993 gerade im Game. Also will man da erwarten, ne? Das, oh, sind wir drin? Junge. Mit 31.000 Bytes pro Sekunde connected. Wenn du Glück hast, lädt sogar ein Bild jetzt. Okay, mal sehen, was haben wir hier? Welcome to World Eye Connect. Willkommen back. Guest. Ja, der Gast sind wir nur. Was ist, wenn wir jetzt hier in den Chat gehen? Ja, wir können mit niemandem chatten, weil wir keine Freunde haben. Haben wir irgendwelche Bookmarks? Game Create, guck mal. Game Create, das ultimative Spieleentwicklerforum. Okay, danke für 800 Member. Nice. Danke für fast... Ach nee, wir sind ja gar nicht auf dem XXL-Kanal. Ich wollte gerade sagen, danke für fast 16.000. Weil auf dem XXL-Kanal haben wir fast 16.000. Ja, falls ihr gerade zuschaut, könnt ihr gerne Tulfa XXL abonnieren. Da kommen auch jeden Tag Horror-Games. Für die, die nicht genug davon bekommen können. Huh? Okay, Downloads. Haben wir irgendwas runtergeladen? Nope. Okay, dann starten wir einfach mal das Game hier, oder? Mein Friend. Und hier gibt es jetzt 20 Minen, oder was? Stabil. Ist das jetzt wie Minesweeper, ja? Okay, nice. Oh man, hab eine getroffen. Muss ich vielleicht, ich meine, warte mal. Wir gehen mal kurz in den File Explorer, alright? Und wir haben mal hier die Dokumente und Mindfriend Data. Und kann ich hier die Minen auf 5 ändern? Habe ich jetzt nur noch 5 Minen? Haben wir. Ich glaube nämlich, wir müssen das Spiel hier durchspielen. Ja, habe ich. Alter! Wie kann man denn bei 5 Minen so ein Pech haben? Okay, ja, aber scheinbar ist das Game durchspielen nicht, nicht Sinn und Zweck. Was ist denn Text Edit? Ja, okay, damit kann ich einfach nur das hier öffnen. Was ist das hier? Studio Player. Können wir damit Musik hören? Play. Empty. Ja, ich habe nichts, was ich spielen kann. Ich glaube, ich muss irgendwie an das Passwort... Ich glaube, ich muss irgendwie an das Passwort von den anderen Nutzern kommen. Ja? Von John oder von Sarah. Irgendwie muss ich von denen die Passwörter erwischen. Reset Game? Achso, das ist das... Ich habe gerade schon vergessen, dass wir in dem Spiel sind kurz. Holy shit. Warte, wir gehen nochmal als Gast rein. Und wir verbinden uns nochmal mit World Eye Connect. Und schauen nochmal kurz. Guck mal, Bookmarks. Ah ja. Okay, wir gehen nochmal in das Game Create Forum, alright? Vielleicht. So, guck mal. Rules and Announcements. Schauen wir doch mal. Regeln. Oh, was ist hier am Glitchen? Hä? Post disappearing. Hallo Nutzer.
Heute Morgen haben wir mitbekommen oder haben wir bemerkt, dass ein großer Teil unserer Posts verschwunden ist. Wir wissen, dass das ein Schock für euch sein muss. Wir schauen, was passiert ist und werden euch ein Update geben, sobald wir mehr wissen. Okay, eine Menge Posts, die verschwinden. Ich kann auch nicht den hier unten anklicken, der ist irgendwie am Glitchen. Releases und Work in Progress. Fishing with Knives. Seid ihr bereit, das beste Spiel immer zu ever zu spielen? Okay, laden wir es mal runter und mal sehen, was das für ein Game ist, was wir gerade bekommen haben. Fishing with Knives. Schauen wir es uns mal an. Hä? Die Fische explodieren, wenn ich sie ansteche. Guck mal. Boom. Junge, das gibt's nicht. Für die großen Fische muss ich öfter zustechen. Ist doch nicht den hier ernst hier. Und wenn ich gleich 100 Punkte habe, kann ich mir mehr Sauerstoff kaufen, oder was? Warte, wenn ich jetzt hochgehe hier, ja, habe ich mehr Sauerstoff jetzt. Kann ich noch tiefer schwimmen? Ich schwimme mal ganz tief runter. Ich schwimme so tief, wie ich kann. Gibt's Haie? Oh, es gibt Haie. Hilfe! Ich erleg den Hai. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Oh, Mist, er ist abgehauen. Oh, ich bin tot, glaube ich, oder? Ja. Bin dead. Was zur Hölle ist das für ein Spiel, Mann? Was? Okay, was haben wir hier? Cracked. 20 Sommertage. 20 Summer Days. Laden wir es mal runter? Da unten steht, es ist ein Dating-Simulator. Was zum Henker? Was machen wir hier? Ich weiß auch gar nicht die Story von dem Game. Ich meine, die Story ist ja eigentlich No Players Online. Eigentlich spielen wir hier angeblich einen First-Person-Shooter, ein FPS-Game. Aber niemand ist mehr online. So stand es in der Spielebeschreibung. Aber schauen wir mal hier, 20 Summer Days. Schauen wir mal, was das ist. License Key? Ah, hier ist der Crack. Erstmal kurz Key-Generator laufen lassen. Der Standard. Generate 556879015. Hab's vergessen. Ah, Junge, kann ich das kopieren? Kann ich nicht. 556879015. Submit. Easy. So, Spacebar, danke. Oh, cool. Der 2. August 1989. Kyung Lee Universität. Irgendwann nachmittags. Mein Name ist Park Song Lee, 23 Jahre alt. Ich bin ein Masterstudent, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich nicht das letzte Mal erinnern, dass ich in keiner Vorlesung war. Ist ein scheiß Game. Nee, Mann. Da bin ich raus. Oh, jetzt bin ich komplett homegegangen. Warte, wir müssen zurück zu Game Create. Vielleicht müssen wir dieses First-Person-Shooter-Game auch erst finden. Was ist hier off-topic? Ich kann Posts nicht öffnen, schnell Geld verdienen. Kommt in meinen Store, postet eure Lieblingssongs. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Passwort erstmal rausfinden müssen. Wisst ihr, dass wir nicht mehr als Gast eingeloggt sind? Ich glaube, das ist erstmal unsere Priorität Nummer uno, oder? Wir haben halt hier online not on. Add Friends? Ich habe eine Freundschaftsanfrage von Quinn. Quinn? Win. Danke, dass du meine Anfrage angenommen hast. Was? Ich wollte No Problem schreiben. Hey, who are you? Okay. Hey, wer bist du? Quinn? Quinn, erzähl doch mal. Er schreibt. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Okay, er hat uns im Forum gesehen und uns eine Anfrage geschickt. Er ist Quinn. Ja, wusste ja auch. Ich will ein Spiel mit dir spielen. Das klingt creepy. Sounds creepy, bro. Vor allem sind wir nur als Gast eingeloggt. Nein, nein, nein. Nicht auf eine creepy Art und Weise. Ich will einfach nur ein Spiel mit dir spielen. Einfach nur ich und, naja, ich habe keine Freunde online. Also hat er uns scheinbar eine Anfrage gestellt. Okay. Ich meine, ich hatte Freunde.
aber die waren schon lange nicht mehr online. Also habe ich nach neuen Freunden gesucht. Also, was für ein Spiel möchtest du denn spielen? Erzähl mir mehr, Quinn. Hör zu, ich habe diese Website gefunden mit einem Alpha-Test für ein Shooter-Game. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Entwicklung gestoppt haben, aber... Lass hören, Quinn. Der Download-Link funktioniert noch, also können wir spielen. Also ist es einfach nur irgendein Shooter-Spiel? Nein, 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 nein. Es ist wie ein Capture the Flag-Game. Mir sind die Flaggen ziemlich egal. Ich spiele nur für Kills. Also, willst du spielen? Klar. Wo kann ich's runterladen? Da kriegen wir unser Spiel her. Quinn Win. Ich schick dir den Link. Okay, let's go. Was steht da? Annuit Games Alpha Test. Erstell einfach einen Raum und ich joine dir. Alles klar, Quinn. Download Version 0.034. Starten wir mal. Oh, das Game hat wenigstens Fullscreen. Okay, wir sollen einen Raum kreieren. Create Room. Ah, so. Start Room. Ich starte einfach. Ich starte einfach. Sind wir drin? Ja. Match Time 5 Minuten. Und wir können zielen. Wir haben den Revolver. Und es ist Capture the Flag. Schauen wir mal, wo Quinn ist. Er hat ja gesagt, er kommt mit rein. Und ich lasse mich jetzt bestimmt nicht von Quinn besiegen. Allerdings kennt er bestimmt die Map besser. Er hat das Game schließlich vorgeschlagen. Quinn? Ich kann nicht springen im Game. Da ist die Flagge. Wo ist Quinn? Don't know. Aber ist nicht schlimm, ich habe die Flagge. Muss ich die zurückbringen jetzt, ne? So funktioniert ja. Capture the flag. Hä, ist Quinn überhaupt im Game? Er hat gesagt, ich soll einen Raum machen, er würde joinen. Hat er das verrafft oder was? Oder steht er jetzt gleich hier und wartet? Ich komme hier nicht hoch. Doch, komme ich. Bring's zurück zu meiner Flagge. Da habe ich einen Punkt. Easy. Easy. Ah! Oh. Bla 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 bla. Joined the game. Ist er jetzt drin? Quinn! Da war gerade ein Schatten. Was ist. Oh, hier spielt Musik. Ich habe die Musik ausgemacht. Ich habe einfach in den Plattenspieler geschossen. Let's go. Das hat ja wunderbar geklappt. Quinn! Da oben ist er. Hä? Da war einfach ein schwarzer Schatten. Habt ihr das gesehen? Alter, das ist turbo creepy. Quinn? Das Tor hier ist jetzt offen, guck mal. Warum ist das jetzt offen? Wow! The hell? The fuck is this? Quinn, verarsch mich nicht. Ich schmeiß dir den Revolver ins Gesicht, ja? Du kannst dir jetzt aussuchen. Entweder du spielst fair. Ich hab was gehört. Quinn? Ich hab ein bisschen Angst. Ich sag, wie es ist. Noch ein Punkt für mich. Quinn, ich dachte, du spielst nur um Kills. Wo bleiben denn die versprochenen Kills, mein lieber Quinn? Ja, der Plattenspieler, der ist Fratze. Ich kann von hier nicht rüberspringen, ne? Ah, ich kann aber... Oh! Er schießt ihn! Er schießt ihn, kann nicht schießen! Ich kann sprinten, aber ich kann nicht springen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hole die Flagge noch einmal. Mehr Punkte für mich. Mehr Punkte für mich.
Nicht wahr, Quinn? Quinny Boy! Drei. Nein! Ey! Ey, bleib stehen! Wow! Ich kann nicht schießen! Error. Application ran out of memory. Submit Feedback. Feedback? Feedback Form. Entwicklung an dem Game wurde keine Entwicklung mehr, kein Feedback mehr. Submit. Okay. Ja! Ey, ist okay! Ich hab's verstanden, sorry! Was steht da? Sentimental, sentimental. Sentimental? Dein Computer hat einen Critical Error und muss rebooten. 0% abgeschlossen. Error Code. Irgendwas, bla bla bla. Sigil Overflow. Attempting to recalibrate. Starten wir mal neu den Harald, ne? Beeswalks Games. Flanders. State of the Art. Made possible by Flemish Audiovisual Fund. A game by Adam Pipe. Ah. Also wieder der Game Start oder was? Jetzt von unserem Game? Nicht vom Game im Game im Game im Computer im Game? Keine Ahnung, Mann. Der Ladebalken unten ist jetzt auch fucked. Dem geht's auch nicht mehr gut. Aber hier steht wieder No Players Online mit einer kleinen Flammengrafik oben drüber. Cool. Take me back to 1995, ha? Huh? Oder 1993 in diesem Fall. Nice, ich kann mich als Guest nicht mehr einloggen. Passwort? Ich gebe irgendwas ein. Ich habe kein Passwort. Double check and try again. Hier steht was. Sentimental. Ist das das Passwort? Jetzt ging's. Habe ich irgendwas falsch geschrieben gehabt? Ich habe es jetzt dreimal eingegeben. Ah, wir sind drinne. Schau mal. John Mullard. Was haben wir hier? Seele? 6 Uhr 25, 4.4.1993. Wir haben wirklich 6.25 Uhr PM und wir haben auch den 4.4. Nur nicht 93, sondern 24. Schauen wir mal in seinen Chat bei John Mullard. Oh, er hat auch Nachrichten von Quinwin. Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich den Alpha-Test vom Spiel gut fand. Cool zu hören, wenn du irgendwelche Bugs hast, sag mir Bescheid. Hey John, wie ist die Entwicklung vom Spiel? Hey John, ich und andere Leute spielen immer noch die Alpha-Version und finden es gut. Wir können den offiziellen Test kaum abwarten. Hier eine Nachricht von Winston. Hey John, ich bin's, Winston Richmond vom howtowinstonrichmond.org. Okay. Ich habe dein Spiel gespielt und ich bin echt beeindruckt. Okay, bla bla bla, 3D-Grafiken und so weiter, wow. Lass uns mal hinsetzen und uns in der Zukunft darüber reden, dass wir zusammenarbeiten könnten. Diesen Freitag habe ich Zeit, diesen Freitag habe ich Zeit, diesen Freitag habe ich Zeit. Hey John, ich wollte dir nur noch mal schreiben. Vielleicht hast du meine letzte Nachricht nicht bekommen. Ich würde gerne mit dir reden. Hey John, hey John. Irgendein Progress beim No-Clip-Bug. Nein, ist extrem hart, ihn zu replizieren. Okay. Also scheinbar hat John dieses Spiel entwickelt. Dieses Capture the Flag-Game. Was steht hier? To do. CTF. Fixed Geometry Missing in Pool. Capture the Flag Beta. Das ist eine höhere Version, als wir eben gespielt haben. Eben haben wir Version 030038 gespielt oder so. Und das hier ist jetzt... Start. Und das hier ist jetzt die Beta-Version. Vom Capture the Flag Game. Und jetzt kann man auch springen. Perfekt. Nice. Okay. Waiting for players steht da jetzt wieder. Kann man dann jetzt von hier? Ja, ja, ja. Das wollte ich eben die ganze Zeit machen, darüber springen. Es hat mich alles in den Fingern gejuckt, das zu machen, aber ich konnte es nicht tun. Jetzt kann ich es tun. So, das hier oben ist einfach nur ein leerer Raum. Warum ist der hier? Das verstehe ich nicht. Egal. Nicht so wild. So, von hier kann ich dann jetzt aber auch hier rüber springen, ne? Guck mal. Ah, ist das der Pool, den die meinten? Das Wasser? Ah. Okay, und es gibt irgendeinen No-Clip-Bug. Was heißt, wir können rein theoretisch die Map verlassen, wenn wir hier einen bestimmten Bug replizieren können. Aber wie? Irgendwie beim Pool? Ich meine, hier gibt es ja scheinbar irgendeinen Geometrie-Bug.
Aber vielleicht ist das auch einfach nur das da, der Geometrie-Bug. Kann man sich ducken? Nee. Okay, kein Plan. Aber scheinbar kann man irgendwie no-clippen. Man kann irgendwie aus der Map rausbuggen. Aber wir sind jetzt gerade auch die ganze Zeit alleine hier im Game. Oh. Ah, ich bin einfach nur rausgefallen aus der Map gerade. Kann ich vielleicht Join Game machen? Da stand ja auch Join Game. Vielleicht funktioniert das ja. Join Game. Ah. Gibt keine Games zum Joinen. Okay. Okay, Research. Was ist das hier? Soul Transdev. Was ist das? Was soll ist das? Manage to stabilize combined games. Kein Crashen mehr. Bla bla bla. Was ist denn Soul? Manage to open combined game. Crasht sofort. Wenn zwei Spiele mit ähnlichen Mechaniken kombiniert werden, ist das Spiel spielbar. Also er will irgendwie Spiele miteinander kombinieren? Okay, use the instructions to generate host. Zwei Spiele als Quelle hinzufügen. Press transfer souls. Wenn die Spiele Seelen haben, die ähnlich genug sind, werden sie kombiniert. Klingt sehr wild. Ist das hier Soul Transfer? Ja. Infuse, Vessel. Alter, hier kann man... Hat er hier irgendein komisches satanistisches Ritual gebaut, um Spiele miteinander zu kombinieren, oder was? Was ist das hier? Project Pull Enterprise? Was ist das? Ist wieder Sentimental das Passwort? Nein, ist es nicht. Das Game ist mega strange. Ich glaube, das Spiel hier braucht eine eigene Episode. Vielleicht auf meinem Tulfa XXL Kanal. Abonniert Tulfa XXL, wir spielen das hier komplett. Das ist doch ein bisschen umfangreicher, als ich dachte. Deswegen sehen wir uns gern im nächsten Video. Schaltet wieder ein oder abonniert Tulfa XXL für noch mehr Horror und wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.